In diesem Vortrag möchte ich gerne die beiden Qualitäten von Metta, liebevoller Güte, und von Upekkha, Gelassenheit oder Gleichmut, näher betrachten. Das sind zwei der vier unermesslichen Qualitäten oder der Brahma-Vihara. Und Upekkha, da verwende ich Gelassenheit und Gleichmut synonym. Und dabei eben auch schauen, wie die im Rahmen dieser vier Brahma-Vihara, wie die zwei ein Teil eines Teams bilden und wie die zwei, also Metta und Gleichmut, auch Teil des Weisheitstrainings sind, das der Buddha gelehrt hat. Zuerst eine Einordnung mit ein paar Zahlen, für die dies mehr interessiert. Also ich probiere zu schauen, wo alles herkommt und wo wir dann quasi in die Tiefe gehen. Es gibt das Modell der vier befreienden Wahrheiten, die der Buddha gelehrt hat, und darin die vierte Wahrheit ist ein dreifaches Training, quasi wie man den Weg gehen kann. Und dieses dreifache Training, das ist Weisheit, Ethik und im weitesten Sinne Geistesschulung oder Meditation. Und von diesem dreifachen Training greife ich quasi den Weisheitsteil auf. Und in diesem Weisheitsteil hat der Buddha zwei Elemente beschrieben. Da ist einerseits die rechte oder weise Sicht oder Sichtweise, Samadhi. Hier gehört Gelassenheit dazu. Und dann als zweites in diesem Weisheitsteil weise Motivation oder Haltung, Samasankappa. Und hier ist Metta ein Teil oder ein Aspekt davon. Und wir schauen nun rechte Sicht und rechte Haltung näher an, wie sich im Rahmen dieses quasi wie Weisheitstrainings Metta und Gelassenheit auch als Lernfelder präsentieren. Zuerst zur rechten weisen Sicht. Es ist eine zentrale Aufgabe auf diesem Weg, immer subtiler auch für sich zu entdecken, was denn eine rechte und das heißt auch befreiende Sichtweise oder Sicht, was das sein könnte. Und befreiend ist in dem Sinne gemeint, eine Sichtweise ist befreiend, wenn sie uns von Unzufriedenheit, Stress, Leiden befreit. Oder anders ausgedrückt, wenn wir uns nicht mehr verspannen, einengen, ausgrenzend sind, offen, bezogen, mitfühlen, wenn all die Qualitäten da ist, wenn eine Sichtweise, eine rechte da ist, dann ist das quasi auch eine Offenheit für all die Qualitäten da. Eine nicht heilsame oder nicht rechte Sichtweise beinhaltet immer in einer Form ein Festhalten von etwas, das eigentlich so nicht festgehalten werden kann oder eben auch zu Schwierigkeiten führt, wenn wir das festhalten. Sie bewirkt zum Beispiel Folgendes, kennen wir, dass wir uns auf etwas fixieren, das ist ein Element davon, dass wir ein statisches Ding oder eine statische Erfahrung aus etwas machen und uns zum Beispiel auch in einer rigiden Sicht oder Haltung einigeln. Im Sinne von so muss es sein, so bin ich, so ist sie, so sollte sie sein, so sollte ich sein, so mit festen Vorstellungen. Und ist klar, so eine fixierende, rigide Sicht, das führt zu defensiven Verteidigungen. Es muss so sein, wie ich es will, was nicht so ist, wie es ist, das halte ich irgendwie weg und suche das, was genau so dem entspricht. Also es zeigt schon, das ist mit einem Unruhe, mit Aufwand, mit Reaktivität, Verspannungen verbunden. Also da gibt es sehr viel zu tun, um das irgendwie hinbekommen zu können. Auf der anderen Seite haben wir rechte Sicht und die hat quasi die Weisheitsbrille auf. Wir erkennen, dass alles Prozess ist, voneinander abhängt und dauernd sich wandelt aufgrund von verschiedensten Bedingungen. Und ist klar, diese Sicht ist weiter. Wir sehen, wir müssen nicht gegen einen Fluss versuchen anzukommen, der eindeutig in eine Richtung fließt. Da haben wir keine Chance, darauf mitzuschwimmen oder mit dem Schiff darauf zu sein. Also eine weise Sicht sieht klarer, was getan werden kann oder auch was nicht.
Und weil eben so auch sinnloses Ankämpfen oder Festhalten wegfallen, führt eine rechte Sicht auch zu Gelassenheit oder Gleichmut. Oder umgekehrt ausgedrückt, Gelassenheit ist der Ausdruck von Weisheit und Gelassenheit weiß um die Welt der Bedingtheit und auch um die Welt des Wandels oder um den Wandel. Dass wir jetzt gerade in dieser Sekunde so sind, wie wir jetzt gerade sind, das ist aufgrund von fast Millionen von Bedingungen entstanden. Da haben wir die Evolution, unsere genetischen Anlagen, unsere Familiengeschichte, bald jetzt eine Woche Retreat, hat auch einen Einfluss, das Wetter heute, mit was wir unserem Geist alles heute beschäftigt haben, das hat ihn auch geprägt, wie wir das getan haben, die Temperatur, die Luft hier drin, wer alles hier drin ist, welche Beziehungen wir dazu haben, es hat alles einen Einfluss, so wie wir jetzt gerade sind. Und in diesen vielen auch sich wandelnden Bedingungen, das ist die rechte Sichtweise, da gibt es nicht ein mächtiges Ich, so quasi wie ein Oberhaupt oder eine Steuerfrau oder ein Steuermann, der jetzt all das, dieses Erleben steuern könnte und jetzt machen könnte, dass wir jetzt gerade uns so oder so fühlen, wie wir das wollen. Und etwas davon, dass es nicht so etwas gibt, das kann dazu führen, dass wir nicht mehr alles so persönlich nehmen müssen, wenn es eben gerade nicht so oder so läuft, weil wir diese Bedingtheit auch sehen. Und diese Sicht sagt, Erleben ist ein fortlaufender Prozess, mit nicht einem festen, mit einer Identität von ich, hier, wir oder er oder sie, nicht mit so festen Einheiten darin. Und da gibt es auch nicht so klare Grenzen, bis hier bin ich. Also in dieser ganzen Entwicklung kann man nicht genau sagen, das ist mein Teil und das sind die anderen, sondern das ist ein Teil und der Austausch von uns und den anderen und der Umwelt und all diesen Bedingungen. Und man kann auch sagen, diese Ebene, das ist eine Ebene oder eine Sicht. Und wenn ich jetzt das versuchen würde, mit Metta auszudrücken, wäre, ich bin bedingungslos offen, bedingungslos herzensoffen. Und dann sagt zwar schon ein Ich, ich bin, aber das ist nicht so wichtig. Es ist klar, ich sage das und nicht jemand von euch sagt das. Es ist mehr, ich bin. Und das hat so eine Weite, eine bedingungslose Weite. Die Sichtweise bringt so etwas hinein. Und eindeutig, das möchte ich hier kurz erwähnen, es gibt auch eine andere Ebene. Eine andere Ebene würde sagen, nicht ich bin herzensoffen, sondern die sagt, Herr Trump möchte die Gesellschaft so haben, ich möchte die Gesellschaft anders haben. Also diese Seite Machtunterschiede, Machtwertungen, da ist nicht einfach alles gleich. Es ist wichtig, dass es beides auch gibt. Dazu später noch etwas mehr. Also aus rechter Sichtweise ist da keine Ich-Bastion, könnte man auch sagen. Und wenn die nicht ist, eben müssen wir weniger um die kämpfen, die verteidigen, nicht alles so persönlich nehmen. Und ist klar, wenn wir in dieser Sicht sind, dann sind wir gelassener, auch leichter, auch herzensoffener. Jetzt, was ich alles so als Sichtweise vorgestellt habe, natürlich im Sinne auch von Buddha, habe ich das versucht darzustellen. Ich stelle mir vor, er würde sagen, ihr müsst das nicht glauben, was hier präsentiert wird, schaut, ob das für euch stimmt. Oder anders, erforscht das für euch selbst. Gelassenheit sieht mit rechter Sicht zum Beispiel Metta als einen bedingten, vergänglichen Zustand. Oder sieht Metta, was wir machen, das sind heilsame Gedanken und Intentionen, die auftauchen und wieder gehen, aber die eine Wirkung haben, sind bestimmte Intentionen und andere sind es nicht. Gelassenheit sieht das und sieht einerseits den heilsamen Einfluss, den diese Praxis hat, und andererseits kann Gelassenheit auch relativieren. Weil Metta ein sich wandelndes Gefühl ist, kann es nicht als wunderbarer, herzenswarmer Zustand andauernd und immer da sein und dauerhaft beglücken. Diese wunderbare Herzensoffenheit, die wir vielleicht gerade mal länger auch spüren oder fühlen, Gelassenheit sagt, die wird wieder schwächer werden und darum auch
hält Gelassenheit nicht daran fest, weil sie weiß, das wird auch wieder vergehen. Gelassenheit weiß mit rechter Sichtweise auch, dass Angenehmes und Unangenehmes zum Leben gehören. Und in diesem Sinne ist Gelassenheit herzensoffen für beides. In Kommentaren wird beschrieben, dass einem Menschen 8 Geschehnisse widerfahren können. 4, die wir erstreben, und 4, die wir vermeiden. Und sie werden als 4 Paare aufgezählt. Und im Pali-Kanon, der Sammlung von Lehrreden Buddhas und von Kommentaren, da steht: In Glück und Leid, Lob und Kritik, Verehrung und Verachtung, ob sie etwas besitzen oder Mangel leiden, die Heiligen, Weisen oder Verwirklichten sind immer gleich, über das Mögen und Nichtmögen hinausgegangen. Also in diesem Mögen oder Nichtmögen geht es um unsere Präferenzen und darum, die Welt sollte so oder so sein. Wir stellen darin Bedingungen ans Leben, bis zu, dass wir ein Anrecht reklamieren, die Welt, die Dinge, Menschen, Tiere sollten so und so sein, dann ist es okay. Und eben diese 8 Geschehnisse, die werden traditionell als 8 weltliche Winde bezeichnet. Und ich finde das Wort oder das Bild des Windes passt noch ganz gut, weil wir auch wie diesen Geschehnissen, den Winden ausgeliefert sind. Mal ist es Südwind, mal Nordwind, Sturmwind, eine leichte Böe, dann wieder Windstill. So die Unkontrollierbarkeit darin soll damit auch aufgezeigt werden. Als zum Beispiel beim ersten Paar Gewinn und Verlust. Mal fliegt uns Gewünschtes zu, auch in diesen Tagen. Mal verlieren wir Geliebtes und geliebten Zustand, weiß nicht was, bis auch natürlich zu Menschen. Dann das zweite Paar, Ehre und Verachtung. Mal werden wir respektiert, sogar bewundert, mal abgelehnt, ausgegrenzt, missachtet oder verachtet. Das dritte Paar, Lob und Kritik. Mal weht uns Wertschätzung entgegen, mal werden wir unterschätzt oder auch kritisiert. Dann Freude und Leid. Mal läuft es wunderbar, auch hier. Mal geht gar nichts mehr, quasi die 10.000 Freuden und Leiden, die kommen und gehen. Ein verwirklichter Mensch zeigt sich unbewegt durch die 8 weltlichen Winde. Und unbewegt heißt, dass er oder sie seine oder ihre Zufriedenheit behält, unabhängig, wie jetzt diese Winde gerade wehen. Und das wird traditionell mit dem Bild eines unerschütterlichen Berges ausgedrückt, dem selbst Sturmwinde nichts anhaben können. Buddha sagt das im Dhammapada so: Wie ein Windstoß einen Felsblock nicht bewegt, so wird der oder die Weise nicht bewegt von Lob und Kritik. Ajahn Thanasanthi ist eine amerikanische Nonne in der thailändischen Wallklostertradition und sie bringt es für mich schön auf den Punkt. Gleichmut oder Gelassenheit geht nicht hoch mit den Hochs und nicht tief mit den Tiefs und nicht rundherum mit den Rundherums. Gleichmut ist beständig, präsent und geerdet. Klar, die 8 Winde kennen wir zur Genüge. Sie sind es auch, die uns agitiert, unruhig machen, manchmal auch bis zur Erschöpfung. Gelassenheit macht keine Präferenzen. Deshalb bleibt sie klar und ruhig. Man kann demgegenüber sagen, eigentlich hat Metta, Herzensgüte, in einem gewissen Sinn hat Metta Präferenzen. Herzensgüte unterscheidet und sagt, ich will weg vom Nichtheilsamen, ich richte den Blick auf das Heilsame, ich sehe das Gute. Ich trainiere quasi mit Metta das freundliche Wohlwollen und nicht Ablehnung oder Hass oder Verurteilen. Und daher bewegt sich in diesem Sinne Metta auf einer relativen Ebene,
von gut und schlecht oder heilsam und nicht heilsam. Hingegen Gleichmut nimmt mit rechter Sichtweise alle Dinge, wie sie sind, Wohlwollen wie Ablehnung, Heilsames wie Nicht-Heilsames, und das ist eine mehr letztendliche Ebene, in der einfach alles ist, könnte man sagen. Und wichtig auch, beide Ebenen sind gleichbedeutend gleich wichtig. Das war jetzt quasi der erste Weisheitsteil, rechte Sichtweise, und ich komme jetzt zum zweiten, das ist rechte Motivation oder rechte Haltung. Pali ist das Samma Sankappa. Hier geht es eben darum, unsere Motivationen und Haltungen zu erkennen. Und da ist jetzt eindeutig, dass wir auf einer relativen Ebene sind und Unterschiede machen. Es ist in diesem Sinne eine unterscheidende Weisheit, die immer wieder schaut, was heilsam und was nicht heilsam ist. Und auch hier geht es darum, das ist eben der Weisheitsteil, Gesetzmäßigkeiten und das Funktionieren zu verstehen in unserem Erleben, welche Haltungen, welche Motivationen führen zu welchen Geisteszuständen oder zu welchen Handlungen. Der Buddha beschreibt drei grundlegende, gegensätzliche Motivationspaare, jedes mit einer heilsamen und nicht heilsamen Polarität. Haben viele auch schon gehört, die drei Motivationspaare sind Verlangen, Gier, Festhalten auf der einen Seite und auf der anderen Loslassen, Einfachheit, Entsagung. Das zweite Ablehnung, Widerstand und auf der anderen Seite eben Metta, freundliches Wohlwollen. Und das dritte Grausamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mitgefühl, also auch eines dieser vier unermesslichen Qualitäten. Und das heißt, in diesen drei Paaren, also in einem Paar, erscheint auch Metta, also ist auch eine Schulung, eine freundliche innere Haltung auszurichten, wohlwissend, dass das eine heilsame Wirkung auf unseren Geist hat und wissend, dass ablehnende, verurteilende Gedanken, Gefühle, Haltungen, dass die einen ganz anderen Einfluss auf unseren Geist haben. Das macht der Weisheitsaspekt darum, dass wir um das wissen. Also die Gesetzmäßigkeit ist, dass die Motivation eben, habe ich gleich gesagt, je nach ihrer Art von entsprechenden Geisteszuständen begleitet wird. Und das ist etwas, was wir für uns immer wieder überprüfen können. Dazu dient Sati, Achtsamkeit, und kognitiv auch hier ist das relativ schnell klar, aber ist etwas, was wir wieder und wieder auch in unserer Erfahrung unmittelbar spüren, erfahren müssen, dass das einsickert in unseren Geist, wie unterschiedliche Haltungen und Motivationen sich auch auswirken, dass auch wirklich der Geist auf allen Ebenen und bis in alle Poren das checkt, der Unterschied, wenn wir geduldig oder ungeduldig sind, freudig oder griesgrämig, mit Vertrauen oder ohne Vertrauen, klar oder diffus, eng oder weit, entspannt oder angespannt. Wenn all diese Qualitäten auf eine heilsame Weise entwickelt werden, dann macht das etwas vom Gefühl von, dass wir uns vorstellen können, ein verwirklichter Mensch, der hat das all das verwirklicht oder den Zugang dazu freigemacht. So kann man sagen, in unserem Erleben läuft tatsächlich vieles auch gesetzmäßig bedingt ab und darum auch wieder ist kaum oder wenig kontrollierbar. Andererseits können wir auch einen inneren Raum schaffen, der uns erlaubt, flexibel zu sein und auch zu wählen. Metta haben wir vielleicht schon erlebt, das schafft auch einen inneren Raum der Weite. Im Bewusstsein dieser Geräumigkeit, auch von die Metta schafft, fixieren wir uns weniger auf Einzelnes und bekommen dadurch zum Beispiel eher mit, aus welcher Motivationsecke gerade ein Impuls entsteht. Kommt das mehr aus Ablehnung oder kommt das mehr aus Herzensoffenheit? Also in der Geräumigkeit stellen wir das leichter fest. Und das hat auch Matthieu Ricard,
ein ehemaliger Molekularbiologe und tibetischer Lama, finde ich schön beschrieben. Er sagt, mit etwas Übung spürt man sofort, ob die geistige Gelassenheit, das emotionale Gleichgewicht und die innere Freiheit von einem bestimmten Gedankengang erschüttert wird. Ob man in negative Geisteszustände hineingezogen wird, die über kurz oder lang schädlich sind. Gleichzeitig spürst du sofort den Nutzen von Zuständen, die das Wohlbefinden fördern und eher der Wirklichkeit entsprechen. Und Mathieu Rittgar sagt am Anfang mit etwas Übung, ich würde sagen mit viel Übung können wir dann feststellen. Das Gewahrsein muss stark sein, fein, ruhevolles Verweilen muss da sein. Etwas von dem merken wir, wie wir immer feinere Bewegungen beginnen festzustellen und auch zu spüren, in welche Richtung die gehen könnten. Und ein Vorteil ist natürlich auch, wenn wir die so bemerken, die verschiedenen Impulse, wenn so Gefühlszustände oder Geisteszustände am Entstehen sind, sind sie natürlich noch leichter beeinflussbar, wenn wir sie in den Anfängen bemerken können, dass wir sie dann zum Beispiel einfach nicht mehr nähren mit unserer Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit da wegziehen und zum Beispiel ihnen einfach keine weitere Bedeutung geben. Zum Beispiel zu Metta oder zu etwas anderem gehen. Noch einmal das versucht im Raumbild auszudrücken. In diesem raumgleichen Erleben können wir die Art unseres Erlebens auch wie etwas drehen oder ausrichten, wohin unser Gewahrsein jetzt gerade gehen könnte. Mehr dort hinten bei den notorischen verurteilenden Stimmen oder mehr da drüben bei der Haltung von Gelassenheit oder dort drüben bei Metta. Also diese Geräumigkeit, es hat auch mehr Spielraum. Gleichmut weiß auch, wo unsere Verantwortung liegt und wo nicht. Für die Welt und ihre momentanen Bedingungen brauchen wir nicht Verantwortung zu übernehmen. Die Welt, die ist so geworden, so wie sie heute ist. Unsere Verantwortung liegt vielmehr darin, wie wir auf diese Welt reagieren und wie wir uns auf sie beziehen. Mehr mit Kontrollieren, Beschuldigen, Agitieren, Widerstand oder mehr herzensoffen, interessiert, aber auch hilfreich, geschickt einwirkend auf diese Welt. Noch wegen des inneren Drehen des Erlebens, auch nochmal, ich habe mal einen kurzen Film von oder über Alice Herz Sommer gesehen, ich kannte die Frau nicht, sie ist oder war vielleicht eine 108 Jahre alte Frau und Pianistin, die den Holocaust überlebt hat. Und sie wurde gefragt, was das Geheimnis ihres langen Lebens sei. Und sie war noch so mit 108 Jahren eine tolle, lebendige, heitere Frau. Und ihre Antwort war über das Geheimnis ihres Lebens, ich schaue dorthin, wo das Gute ist. Und eindrücklich fand ich, wie sie zuerst mit einer eindrücklichen Klarheit sagte, ich weiß um das Schlechte. Und dann anfügte, aber ich schaue dorthin, wo das Gute ist, wo es gut ist. Und dann hat sie so auf eine schelmisch weise Art gelacht, genau gleich wie das jeweils der Dalai Lama auch tut. Und wir können schauen, wie wäre das, wenn wir ab und zu mal so schelmisch in unserer Praxis lachen, wissen um das Schwierige und auch ein bisschen spielerisch sind und sagen, nee, da schaue ich jetzt nicht hin, da gehe ich jetzt nicht hin, ich gehe jetzt mir dahin, da kann es sinnvoller sein. In einem zweiten Teil jetzt möchte ich mich dem Zusammenspiel dieser vier unermesslichen oder Brahmavihara-Qualitäten zuwenden. Ich möchte die vier kurz beschreiben. Also alle vier sind die Art und Weise, wie wir uns allem zuwenden. Allen erdenklichen Situationen und Erfahrungen, jedem Menschen, auch uns selbst, einem Sterbenden, einer im Freudentaumel jubelnden, einem Betrunkenen und all deren momentanen Erfahrungen. Und zwar mit welcher Art oder Haltung wenden wir uns ihnen zu?
Wie sind wir mit ihm? Wie sind wir mit uns? Wie sind wir mit ihr? Metta ist mir eine grundsätzliche Einstellung, ein zugewandtes, herzliches Wohlwollen, das eben auch den Blick auf das Gute gerichtet hat. Karuna, Mitgefühl, ist etwas spezifischer. Es ist die Haltung, wenn ein Mensch oder ein Tier Schwierigkeiten hat. Und die Reaktion auf etwas Schwieriges oder Probleme ist Mitgefühl. Und wichtig, dass beides zu Mitgefühl gehört im Verständnis hier. Einerseits der Wunsch, dass die Person oder das Wesen frei sein möge vom Leiden und gleichzeitig auch das daraus entstehende hilfreiche Handeln, um zu diesem Ziel zu kommen. Dann die dritte unermessliche Qualität, das ist Mudita, Mitfreude. Die zeigt sich, wenn ein Mensch oder ein Tier Erfolg und Freude hat. Mitfreude ist eine wertschätzende Reaktion, weil sie eben auch Fähigkeiten und Qualitäten sieht und anerkennt. Und dann ist da noch eine vierte, das ist Upekkha, eben jetzt Gleichmut, Gelassenheit. Und wie schon gehört, die hat einen ganzheitlichen, weiten Blick und sieht eben auch, dass der jetzige Zustand zum Beispiel bedingt entstanden ist. Und dadurch kommt die Haltung zustande, ich kann einem Menschen Gutes wünschen mit Metta, ich kann Mitgefühl für ihn haben und ihm dadurch auch tatkräftig helfen, aber ich kann ihn schlussendlich nicht erlösen vom Leiden, ich kann ihn nicht befreien. Das kann jeder und jede nur für sich selbst. Also da ist eben auch beides drin. Diese vier Qualitäten haben auch eine energetisch-körperliche Dimension. Also die vier grenzenlosen sind nicht nur geistige Zustände, sondern die wirken sich auch auf den Körper auf. Sie haben eine Verbindung mit oder eben Auswirkungen auf den Körper. Das lässt sich auch sehen anhand des Gebrauches von Wörtern. Also wir sprechen von Herzenswärme. Und Wärme hat etwas Wohliges, Entspannendes auch für den Körper. Man kann auch sagen, die vier erheben den Geist, auch energetisch. Sie machen ihn eher leicht und heiter und eher nicht dumpf oder schwer. Mit einem gelassenen Mitgefühl werden wir vom Leiden nicht erdrückt. Das hat auch etwas Körperliches, weil wir klarer sehen, auch was wir helfen können und was nicht. Das ist dann nicht mehr so erdrückend. Und es gibt auch eine entzückende oder begeisternde Mitfreude und diese Begeisterung, das kennen wir auch vielleicht vom Metta, das hat auch eine Auswirkung, wie wir uns dann körperlich damit fühlen. Oder auch, dass die vier eine geistige Härte aufweichen, die wir manchmal mit uns oder mit anderen haben. Und dieses Aufweichen, das kann auch auf einer Körperebene Auswirkungen haben, körperliche Verspannungen lösen. Oder zum Beispiel, wenn wir einen härteren Körperpanzer haben, dass der durch diese Praktiken auch aufgeweicht wird. Nochmal wichtig auch möchte ich betonen, die vier, das ist nicht das Hauptziel der Praxis. Das Hauptziel ist die innere Befreiung von Leiden und Unzufriedenheit. Das schaffen diese vier nicht. Das geschieht, wie schon gehört, durch Einsicht, durch die Erkenntnis oder Vipassana-Meditation. Aber umgekehrt, wenn ein Geist wirklich befreit ist, dann sind diese vier Qualitäten wie natürlich enthalten. Dann müssen sie nicht mehr geschult werden. Dann sind sie Ausdruck des Potenzials und können quasi frei in alle Richtungen fließen. Die vier werden auch als göttliche Verweilungen oder göttliche Qualitäten benannt. Das finde ich auch noch einen guten, hilfreichen Bezeichnung, weil wir einen Bezug, also welchen Bezug wir auch immer zum Göttlichen haben. Aber wenn ich mir sage, das war göttlich, das feine Gelato, das ich gestern gegessen habe, dieser Ausdruck vom Göttlichen, wenn wir den so nehmen können, oder einen Gipfel besteigen und dann den wunderbaren Ausdruck, göttlich, dieser Rundblick hier oben, etwas von dieser Qualität soll ausgedrückt werden. Und aber eben, derart göttliche Gefühle gehören zum Weg, unterstützen uns auf dem Weg, aber sind nicht das Hauptziel. Jemand hat einmal gesagt, echtes Glück entsteht nicht durch das Anhäufen angenehmer Gefühle. Können wir mal schauen.
Die Brahmavihara versprechen eine andere Art von Glück, nicht eben durch Sinnesvergnügen oder durch Sinnesfreuden. Das heißt, auch die vier sind nicht von äußeren Sinnesobjekten abhängig, um quasi wie glückliche Zustände zu bewirken und darum auch von allen äußeren Aufs und Abs des Lebens unabhängig möglich. Eben, wie gehört bei Metta, wir können herzensoffen sein, auch wenn es uns schlecht geht oder wenn gerade das gewünschte Sinnesvergnügen nicht zugänglich ist. Und das könnte auch etwas sein, was wir mit der Metta-Praxis für uns erforschen können. Welchen Geschmack hat denn Glück für uns oder was heißt Zufriedenheit für uns? Wie ist unser Glückszustand während eines köstlichen Essens von Beate oder von Sandra? Wie ist unser Zustand, wenn Metta einfach fließt, wenn wir gütig sind, die Haltung da ist, ein freundlicher Blick, eine liebenswerte Geste, spontan, natürlich, ohne irgendein Dazutun, was für eine Art Glück ist das? Oder auch zum Beispiel für uns, welche Art von Glück wäre für uns Gleichmut? Was heißt, wie müsste der Gleichmut sein, dass wir sagen würden, das macht uns glücklich oder zufrieden? Es ist eben auch unsere persönliche Entdeckungsreise. Buddha spricht ja auch an, immer auch wieder vom Ausstrahlen von Metta in alle Richtungen, nach oben, unten, ohne Grenzen. Und das sagt er eigentlich zu allen vieren dieser Qualitäten, dass die das alle machen. Und er sagt zum Beispiel zu Metta und dann eben zu den drei anderen auch, mit einem Herzen voller Güte oder auch voller Mitgefühl oder voller Mitfreude oder voller Gelassenheit durchstrahlt sie oder er alle Richtungen, ebenso nach oben und nach unten, auf das Wohl der ganzen Welt bedacht, das ist die altruistische Haltung, durchstrahlt sie oder er die ganze Welt mit einem mitfühlenden und sorgenden Herz, mit weitem, tiefem und unbeschränktem Geist, frei von Ablehnung und Übelwollen. Und ich finde, das drückt euch nochmal ganz gut ein Gleichnis aus, das der Buddha gebracht hat, das ich jetzt frei wiedergebe. Ich höre es immer wieder gern, weil ich finde, es ist sehr anschaulich. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben einen kleinen Löffel Salz und kippen das Salz in ein Glas Wasser. Und es ist eindeutig, das ist salziges Wasser, das können wir nicht mehr trinken. Das Salz steht für Ärger, Ablehnung und alle negativen, nicht heilsamen Zustände von Herz und Geist. Das Glas, kann man sagen, das steht für die Enge des Geistes oder fixe Vorstellungen. Und in diesem Beispiel sagt Buddha nicht, das Salz genauer analysieren. Er sagt auch nicht erforschen, wie das Salz wirklich genau den Weg ins Glas gefunden hat. Und er sagt auch nicht alles daran setzen, dass nie mehr Salz in dieses Glas Wasser kommt. Alles nicht Strategien in diesem Beispiel, sondern der erste Lösungsschritt ist, Salzwasser in eine große Schale kippen. Und ist klar, die große Schale nimmt das Salzwasser auf, also lehnt es nicht ab, aber die Wirkung des Salzes verkleinert sich eben durch die Größe der Schale. Und es folgt dann noch ein weiterer ähnlicher Befreiungsschritt. Natürlich auch die Schale hat noch eine Begrenztheit und dann wird das Wasser der Schale mit dem Salz drin quasi noch in einen großen See gekippt. Gut, offensichtlich ein kleines Löffelchen Salz in einem großen See, das darf da sein, das darf da sich ausbreiten, die Kügelchen aber fast nicht spürbar, hat gut Platz in diesem großen See. Die Versalzung ist nicht mehr zu spüren. Und das ist etwas von dieser Strategie von Buddha, Raum kreieren, Herz und Geist weiten. Eben wie gesagt vorher mit weitem, tiefem, unbeschränktem Geist. Und für mich so das Wort Herzensoffenheit drückt etwas auch von dieser Qualität aus. Dazu noch ein persönliches Beispiel, als ich mal einen längeren Retreat in Amerika in Forest Refuge gemacht habe. Und dort hört man so schön von sehr weit weg, wie ich das von der Schweiz nicht kenne, irgendein Gewitter langsam aufkommen. Und wir waren so in der Meditationshalle, auch relativ geräumig.
und dann so in diesem Meditationszustand, auch in einer gewissen inneren Weite, ist irgendwann, das hat sich vielleicht etwa über eine halbe Stunde abgegeben, einfach so offen meditierend, und dann ist das Gewitter so langsam näher gekommen, bis es über dem Dach war, und dann war es wirklich heftig, auch mit gewissen Ängsten oder so verbunden. War es irgendwie mitten hier drin, und irgendwann dann eben aus ist wieder langsam vergangen. Und das hat etwas, was wir manchmal auch sehen können, so Zustände kommen in uns, und wenn Raum da ist, sind sie im Moment da, im Moment sehr schlimm und dann weniger, und dann gehen sie wieder weiter. Und das hat etwas den Geschmack oder von der Art, dass die vier Unermesslichen diese vier Qualitäten quasi wie schaffen. Und wie das Löffchen Salz, da hat auch mal eine Aggression, ein Hassgedanke oder eine tiefe Verzweiflung oder ein Zweifel, das hat alles Platz drin. Es ist ein Kommen und Gehen. Und dazu passt auch gut ein Zen-Bild. Lass den Vogel im unermesslichen Raum deiner Gelassenheit fliegen. Die Zustände wandern durch unseren Geist, ohne den Frieden zu stören. In diesem dritten Teil möchte ich gerne der vierten dieser unermesslichen Qualitäten oder der Brahmaviharas, der Gelassenheit, mich noch einmal zuwenden. Nochmal, wie definieren, Gleichmut oder Gelassenheit ist ein unparteiisches Wahrnehmen in einem ausgeglichenen Herz und Geist. Eine andere Bedeutung ist auch in der Mitte von allem stehen. Und es ist eben auch eine engagierte Balance. Es ist nicht außerhalb von allem stehen, nicht mehr berührt werde, sondern in der Mitte von allem stehen. Und dazu ist auch wieder anschaulich das Bild einer Surferin oder eines Surfers auf den Meereswellen. Und ich habe noch nie gesurft, aber es ist für mich vorstellbar, sie oder er, so wenn surfend ist, im Kontakt mit dem Wasser, muss gut im Kontakt sein, um auch zu spüren, was kommt, dauernd in Bewegung und dauernd auch wieder die Balance justierend, ein dauerndes Balancieren, aber eben auch mittendrin. Stehend und nicht aus dem Stand fallend. In Verbindung einerseits mit der ganzen Lebendigkeit, die da über das Sehen auch kommt, mit dem ganzen Körper, und gleichzeitig auch, stelle ich mir vor, auch eine unerschütterliche Ruhe ausstrahlend, eine geübte Surferin. Und eben, das hat nichts mit einer distanzierten, coolen Gelassenheit zu tun, wie es eben oft auch oder gerne verstanden wird. Die Surferin zeigt auch keine Bestrebungen, den Wellengang zu kontrollieren oder ihn zu beeinflussen, ist offensichtlich klar keine Chance. Und trotzdem, vielleicht kennen wir das von uns, machen wir fast ein bisschen eine Arroganz, dass wir unseren inneren Wellengang kontrollieren können, in der einen oder anderen Art. Sharon Salzberg, die amerikanische Vipassana-Lehrerin und Pionierin in dieser Metta oder einer dieser Metta-Praktiken. Gelassenheit ist eine geräumige Stille des Geistes, eine ausstrahlende Ruhe, die uns erlaubt, vollständig präsent zu sein mit all den wechselnden Erfahrungen, die unsere Welt und unser Leben ausmachen. Auch das Bild der Erde wird gerne gebraucht, um ein Gespür für diese Qualität der Gelassenheit zu erhalten. Wenn ihr euch vielleicht mal vorstellen mögt, ihr seid jetzt die Erde, ihr seid die Erde selbst. Wenn ihr euch irgendwie, soweit dass das jetzt geht, versucht hineinzufühlen, die Erde zu sein. Und stellt euch vor, ihr habt eine Erdgeschichte, die in unvorstellbaren langen Jahrmillionen, Jahrmilliarden angegeben wird. Also ihr seid schon mega alt quasi. Was habt ihr da nicht schon alles erlebt in eurem Erdsein? Habt da gehalten all die Kontinent- und Plattenverschiebungen, noch bevor es Eiger, Mönch und Jungfrau gegeben hat? Es hat Erdbeben immer wieder gegeben, Dinosaurier, Neandertalerinnen, einen hundertjährigen Krieg, Galileo Galilei,
Teresa von Avila, Hexenverbrennungen im Mittelalter, die unzähligen menschlichen Erfindungen, die erste Mondlandung, Klimaveränderungen, weise Menschen und Kriegsverbrechen, das erste Handy, es war auch bei euch auf der Erde. Alles habt ihr erlebt. Ihr habt alles zugelassen, empfangend, gebend. Erde bleibt Erde in dieser ganzen Dynamik, in diesem ganzen Wandel drin. Wie wäre das mal, in unseren Erfahrungen die Erde zu sein? Diese Qualität in uns zu entdecken, eine Ruhe entstanden durch die Erfahrung über die Jahrmillionen, empfangend, nicht reagierend, gleichzeitig aber auch vital, lebendig, präsent. Eine grenzenlose Resonanz, ohne jetzt als Erde selbst zu reagieren. Wenn ihr genug habt, könnt ihr gerne wieder jemand anders werden. Gleichmut ist auch eine tiefe Einsicht, dass die Welt veränderlich ist und dass wir es nicht in unseren Händen halten, wie die Situationen und Bedingungen sich entwickeln. Es ist die Bewusstheit eben vom Wandeln und auch von diesen größeren Zyklen. Munindra ist war ein indischer Vipassana-Lehrer, unter anderem auch von Joseph Goldstein, und von ihm wird folgende Begebenheit berichtet. Im Jahr 2001 war er auf Pilgerschaft zu buddhistischen Städten in Indien und er traf dort seinen alten Freund, den Hauptmönch des Klosters in Sarnath. Und Kamala Masters, die heute selbst eine Lehrerin ist, sie erzählt, da war zwischen den beiden Freude, wie sie sich in gegenseitiger Verbundenheit Händchen gehalten haben. Sie tranken Tee, gingen hinaus und spazierten die Straße hinunter. Munindra hatte Tränen in den Augen, aber er war auch ruhig. Beide schon höheren Alters sagten einander auf Wiedersehen. Und er, Munindra, hat dann kommentiert, wenn wir uns von denen trennen, die wir lieben, ist Traurigkeit da. Das ist, wie es ist. Und er war innerlich und äußerlich balanciert. Und Munindra hat offenbar oft gesagt, wenn etwas geschieht, ist es okay. Ich akzeptiere es. Und die Autorin des Buches schreibt dazu, für westliche Menschen kann das schnell als Resignation tönen. Aber Munindras heiteres Auftreten, eben auch mit diesem berühmten Augenzwinkern, er hat andere Zeichen gegeben, das war nichts Resignatives. Und sie schreibt, das alles Akzeptieren, was geschieht, verwandelte Munindra nie in einen fatalistischen Fußabstreifer oder Teppich. Er glaubte auch nicht an Vorbestimmung oder Determinismus, er begrüßte alles, was kam, aber eben im Gleichgewicht. Gleichmut hat im Zusammenhang mit diesen vier unermesslichen Qualitäten auch spezifische Bedeutungen. Gleichmut ist unparteilich, eigentlich wie Metta. Mit Gleichmut sind wir zu allen Lebewesen gleich, ob sie uns nahe stehen oder auch ob sie uns distanziert sind. Und Gleichmut balanciert auch die anderen drei Qualitäten. Und dazu jetzt möchte ich ein paar so eine Art kontemplative Gedanken sagen, die zeigen, wie die vier Qualitäten sowie ein kooperatives Team auch zusammenspielen. Und es sind quasi Puzzles einer Kontemplation, die Jnanaponika Mahathera gemacht hat. Er war ein deutscher Mönch, der im letzten Jahrhundert gelebt hat. Und im südlichen Buddhismus, sowohl in Asien wie auch in Deutschland und der Schweiz, eine große Bedeutung gehabt hat. Und ich gebe jetzt die Kontemplation von Jnanaponika Mahathera wieder, aber frei übersetzt und auch etwas ergänzt. Und ich sage jetzt immer Gleichmut, aber ist natürlich auch Gelassenheit gemeint. Gleichmut schützt Metta, Mitgefühl und Mitfreude vor einem Verlieren in der Emotionalität und im Beziehungslabyrinth. Gleichmut bereichert die Herzensgüte mit Geduld. Gleichmut stärkt Mitgefühl,
mit unerschütterlichem Mut und behält das Herz auch in Abgründen offen. Gleichmut balanciert enthusiastische Mitfreude mit stetiger Hingabe und sorgt dafür, dass wir uns nicht mit kleinen Erfolgen auf dem Weg der Befreiung zufrieden geben. Umgekehrt wird auch Gleichmut durch die drei anderen balanciert. Metta, liebevolle Güte, gibt dem Gleichmut von ihrer Wärme und Unbegrenztheit. Mitgefühl schützt den unreifen Gleichmut davor, in Gleichgültigkeit zu verfallen. Mitgefühl lässt den Gleichmut nicht sich bequem vom Elend und Leiden dieser Welt abgrenzen. Mitgefühl will sich in der Welt mit Unterstützung des Gleichmuts auch engagieren. Mit Freude gibt dem Gleichmut etwas von ihrer Heiterkeit und Milde. Sie zeigt sich in einem furchtlosen und zuversichtlichen Lächeln. Und vielleicht kann man hier wieder sagen, alle vier zusammen ergeben dann wieder das schelmisch-spielerische Lächeln von Alice Herzsommer, der Pianistin. Jetzt zum Schluss möchte ich noch auf zwei quasi wie Symbolisierungen dieser vier Qualitäten Bezug nehmen, die auch hier drinnen sind, und zwar einerseits die Buddha-Statue hier und andererseits auch das Wandbild. Das ist eine tibetische Weisheitsfigur, das ist Avalokiteshvara oder Chenrezig, der für Mitgefühl vor allem, aber eben auch für die anderen Qualitäten steht. Es sind auch Symbolisierungen, die aber gleichzeitig eben auch das Zusammenspiel und das teammäßig Kooperative dieser vier Qualitäten oder verschiedenen Qualitäten auch zeigen. Zum Beispiel die Buddha-Statue, die hat für mich eine Bedeutung, und das muss für euch nicht gleich sein. Sie hat eine liebevolle, herzliche, auch ruhige und gleichzeitig auch wache, plus auch eine gelassene Präsenz, sehe ich jetzt darin. Also sie hat für mich auch nicht etwas von etwas Entrücktem, und das hängt bei mir auch zusammen, weil ich weiß, dass Buddha auch nach seinem Erwachen bei höchster Freilegung all dieser vier unermesslichen Qualitäten sich im Leben engagiert hat, mitten im Leben, und 40 Jahre in der Gesellschaft gewirkt hat, geholfen hat und eine Wirkung hat bis heute mit dieser inneren Haltung, die so eine Statue auch auszudrücken versucht. Oder wenn wir hier Avalokiteshvara oder Chenrezig nehmen, die weibliche Form wäre quasi die Tara, die da auf dem anderen Altar ist. Und die Tara in der Zen-Tradition ist dann das Kanon, und weiblich ist es auch Kuan Yin. Und die Steinstatue, die ihr hinten schon gesehen habt, auf dem Rasen hinten am Waldrand, das ist eine Kuan Yin-Statue, quasi auch ein Ausdruck wie Avalokiteshvara des Mitgefühls. Und auch hier, wie bei Buddha, das sind Symbolisierungen heilsamer Qualitäten in einer organischen Einheit auch. Und sie dienen Meditierenden einfach immer auch wieder als Erinnerungen an heilsame Qualitäten und als Inspiration. Und weil ich die Avalokiteshvara-Symbolik relativ gut kenne, möchte ich so als Abschluss ein paar Hinweise geben, auch im Sinne nochmal als eine Erinnerung. Avalokiteshvara ist ein Wesen, das die innere Befreiung mit allen Mitteln anstrebt, um dadurch auch anderen Wesen möglichst gut helfen zu können. Sein Hauptaspekt ist das Mitgefühl, und daher auch sein Mantra, das berühmte Om Mani Padme Hum. Die vier Arme, die er hat, die stehen jetzt für diese vier unermesslichen Qualitäten, für die vier Brahmavihara. Dann gleichzeitig die linke Hand, die er vor der Brust hält, die steht für Weisheit, und die rechte Hand, die steht für Hilfsmittel, für geschickte Mittel einzusetzen. Und mit den beiden Händen in der Mitte hält er ein wunscherfüllendes Juwel, das ist Zeichen seiner Verwirklichung, und dass er selbst wunschlos glücklich ist und nichts braucht. Und dadurch kann er auch leichter großzügig sein und den Lebewesen das geben, was diese brauchen.
Dann hat er in der rechten oberen Hand eine Perlenkette, eine Mala, die zeugt davon, dass er dauernd Wünsche rezitiert zum Wohl aller Lebewesen. Das wäre quasi, wenn wir auch im Alltag immer wieder Metta praktizieren, ist das eine heilsame Aktivität. Dann auf der linken Hand hält er eine Lotusblüte. Und die Lotusblüte ist das Symbol, das quasi mitten aus dem Sumpf, mitten aus den Verstrickungen, den Leiden, den Schwierigkeiten, den unheilsamen Geisteszuständen, das mitten daraus Verstehen und Erwachen, Weisheit und alles Heilsame auch entstehen kann. Dann hat er viel Schmuck. Das ist immer auch ein Ausdruck einer ethischen Haltung, ist auch drin. Und sein Lächeln strahlt seine Liebe, sein Mitgefühl für die Lebewesen aus. Auch die Tara zum Beispiel nebenan hat viele Qualitäten und da nur etwas, dass der eine Fuß nach vorne auf den Boden geht, das ist das Zeichen, dass sie bereit ist, auch tätig zu helfen, da wo quasi sie gebraucht werden kann.